Moin zusammen und herzlich willkommen zurück zur Kryptografie. Heute geht es um Lamperts Einmalsignaturverfahren. Und das ist eine sehr theoretische Konstruktion, also nicht wirklich praxisrelevant, aber ganz toll anzusehen, wie so ein Ding in der Praxis wirklich mal funktionieren könnte. Wir werden uns noch mit vielen, vielen anderen Verfahren beschäftigen, aber das soll das erste sein hier für digitale Signaturen. Und was da im Prinzip passiert, ist Folgendes. Also ihr wisst hoffentlich noch, was Einwegfunktionen sind. Beispiel für eine Einwegfunktion war, wenn wir den Generator einer Gruppe auf g hoch, ups, nicht unten, sondern oben, g hoch x abbilden. Das basiert auf dem D-Log-Problem. Man nimmt an, dass in der Gruppe g, also es gilt für gewisse Gruppen g, dass das schwer zu lösen ist, g hoch x wieder umzurechnen auf x, also den diskreten Logarithmus zu ziehen. Das ist eine Einmalsignatur. Das kann man für eine Einmalsignatur benutzen, es ist noch keine, und man sagt dann, dass die Einmalsignatur auf dem D-Log-Problem basiert. Das ist jetzt ein Beispiel für eine, für eine mögliche Einwegfunktion. Eine grundlegende Eigenschaft von Einwegfunktionen ist eben, dass sie Einweg sind. Das bedeutet, man macht sie nur in eine Richtung, also man bildet g auf g hoch x ab, aber von g hoch x wieder auf g und auf x rüberzukommen, also vor allem auf x wieder rüberzukommen, g ist ja immer gegeben, aber dieses g auf g hoch x, das geht sehr, sehr schnell zu berechnen, aber von g hoch x wieder auf x zu kommen, also den diskreten Logarithmus zu ziehen, das ist quasi unmöglich. Joa, das ist jetzt ungefähr das, was wir benutzen werden. Wir sagen jetzt einfach mal, dass wir eine Funktion f haben, die eine Einwegfunktion ist. Okay? Also das kann auch eine Einwegfunktion aus dem RSA-Problem sein. Das ist alles möglich. Aber wir können hier wirklich jede Einwegfunktion benutzen. Und übrigens, Einwegfunktionen an sich sind nur Annahmen. Also dass überhaupt Einwegfunktionen existieren, das ist bloß eine Annahme. Man vermutet, dass es Einwegfunktionen gibt, aber man ist sich leider nicht sicher. Ja, warum habe ich dann gerade eben gesagt, dass g auf g hoch x eine Einwegfunktion ist? Naja, wir nehmen einfach an, dass es eine Einwegfunktion ist. Wenn das D-Log-Problem schwer ist in der Gruppe, ja, hoffentlich erinnert ihr euch noch an das D-Log-Problem, wenn es schwer ist in der Gruppe, dann ist f tatsächlich eine Einwegfunktion. Und das müssen wir leider aktuell annehmen. Aber aktuell kennt auch wirklich niemand, also auch kein Hacker, eine Möglichkeit, dieses g hoch x wieder auf x zurückzurechnen. Und deswegen können wir aktuell noch annehmen, dass es eine Einwegfunktion ist. Wenn irgendjemand mal so einen Algorithmus findet, der effizient den diskreten Logarithmus berechnet, dann wird das sicher nicht zum Hacken benutzen, sondern wird das einfach veröffentlichen. Da kriegt er viel, viel mehr Kohle für. Da könnt ihr euch sicher sein. Okay. Also auch wenn ihr sowas findet, ne? Hier, ich bin immer ganz interessiert daran. Ich glaube, der Rest der Welt auch. Okay, egal. Wir haben wieder mal einen Sicherheitsparameter. Sicherheitsparameter k. Und n soll ein Polynom im Sicherheitsparameter sein. Ich schreibe jetzt einfach mal Poly von k. Das bedeutet, dass n nicht unendlich groß ist, sondern irgendwie, keine Ahnung, sagen wir mal k ist 1024. Dann bedeutet das, dass wir n zum Beispiel als k hoch 3 oder k hoch 125 oder sowas haben. Also schon verdammt hoch, aber nicht unendlich hoch. Also es ist irgendwie beschränkt. Es ist nicht super Poly, also nicht 2 hoch k oder sowas. Genau. Gut, das wären sozusagen die Voraussetzungen. Und jetzt macht man bei Lamport-Signaturverfahren einfach Folgendes. Der Gen-Algorithmus, der liefert mir wiederum Public Key und Secret Key. Und die sind jetzt hier sehr, sehr extrem ineffizient, also wirklich furchtbar. Aber egal. X, wir fangen mit den Indizes an mit 1 und 0. Dann haben wir noch ein X, 1, 1. Und dann geht es weiter mit dem nächsten X. Mit x2, 0 und x2, 1 und so weiter und so fort, bis hin zu x, ja, n, 0 und xn, 1. So, also wir ziehen uns hier polyphile, zweimal polyphile von k, x'e hier. Und die sind alle aus 0, 1 hoch k. Was bedeutet 0, 1 hoch k nochmal? 0, 1 hoch k bedeutet, sie sind k-Buchstaben oder k-Zeichen lang. Also jedes von denen x ist k-Zeichen lang. Und diese Zeichen sind entweder 0 oder sie sind 1. Also haben wir jetzt hier
Für jedes von diesen x haben wir k mal irgendein Zeichen, was entweder 0 oder 1 ist. So, das sind meine x's und dieses Zeichen hier soll in dem Fall bedeuten, dass sie zufällig gezogen werden aus 0, 1 hoch k, also perfekt zufällig oder zumindest, ja, man versucht es so zufällig aussehen zu lassen wie möglich. Okay, also zum Beispiel Pseudo-Zufall oder sowas, Pseudo-Random-Generators habe ich ja alle erklärt. Gut, dann berechnen wir uns alle y, i, j, wobei i, j natürlich zwischen, also i ist zwischen 1 und n und j ist entweder 0 oder 1. Also wir berechnen einfach für jedes von diesen x'en hier, die wir gezogen haben, berechnen wir uns y, i, j gleich f von x, i, j. Also wir berechnen sozusagen die ganze, zu jedem von diesen x'en hier die Einmalfunktion oder Einwegfunktion, um genau zu sein, und speichern das in einer Variable namens y, i, j. Also im Endeffekt sind es hier dann zwei n-Variablen y, i, j, aber das dürfte, glaube ich, klar sein. Okay, so, was machen wir jetzt weiter? Jetzt definieren wir unseren Public Key und zwar als die Funktion f, die übergeben wir einfach mit, und als alle y, i, j, als alle von diesen zwei n, y, i, j. Super. Das ist unser Public Key, unser Secret Key sieht logischerweise dann ziemlich ähnlich aus, ohne die Funktion f, weil wir die einfach überall als gegeben jetzt annehmen können. Was im Public Key drin steht, können wir einfach annehmen, das kennt jeder, also wirklich jeder auf der ganzen Welt. Und im Secret Key, da schreiben wir das rein, was wir nur wir kennen wollen, also sozusagen. Eigentlich könnte ich ja auch ij reinschreiben, dann ist es kürzer. So, also wir haben hier im Secret Key alle x, i, j und im Public Key haben wir alle y, i, j und die Funktion f. Okay, wir nehmen jetzt also an, dass diese Funktion f nicht umkehrbar ist, weil sonst wäre sie keine Einwegfunktion und wir geben in unserem Public Key die ganzen Bilder rein und in unserem Secret Key sind alle Urbilder. Okay, so, jetzt bauen wir uns den Sign-Algorithmus, das soll ein kleines i bitte sein. Zur kleinen Erinnerung, in Sign-Algorithmus kommt der Secret Key und die Nachricht m rein und den können nur wir berechnen. So, der Sign-Algorithmus, der liefert mir jetzt Folgendes. Wir definieren uns einfach Sigma, Sekunde, jetzt muss ich meine Tastatur wieder umschalten. Gut, jetzt aber, wir berechnen uns Sigma als x, i und Nachricht m, und jetzt bräuchte ich theoretisch noch einen Index, also ich schreibe jetzt mal hier m1 hin, wobei die Nachricht, die teilen wir uns gedanklich so auf, ich schreibe das gerade mal tatsächlich noch oben drüber, damit ihr das gut separat habt, wir teilen uns die Nachricht gedanklich auf in die einzelnen Bits, also jedes einzelne Bit von m ist jetzt hier sozusagen extra aufgezählt, wir sagen m1, und so weiter und so fort, ups, das sollte vielleicht hoch wieder, und so weiter und so fort, bis hin zu mn. So, also wir nehmen an, dass die Nachricht m genau n Bits hat, also die Nachricht m, ich markiere es jetzt, und sie hat genau n Bits, damit man es auch gut verstehen kann hier. Okay, dann sagen wir, unsere, warum ist denn das hier so verschmiert, das ist ganz komisch, egal. Unsere Signatur Sigma ist genau x1 ist das eigentlich, naja, egal, machen wir das nochmal, jetzt sieht es besser aus. Also x1, also hier, das hier, und dann die Nachricht, also das Bit in der Nachricht. Das Bit in der Nachricht bedeutet ja, dass das Bit jeweils, also m1 ist entweder 0 oder es ist 1. Was anderes kann es nicht sein, weil sonst wäre es kein Bit mehr. Und ja, dieses x1 bedeutet einfach, wir nehmen aus den beiden Secret Keys hier, schnappen wir uns das, was hier unten das passende Bit hat. Also wenn m1, also wenn das erste Bit in der Nachricht 0 ist, dann nehmen wir den hier. Wenn das erste Bit in der Nachricht 1 ist, nehmen wir den hier. Und so fahren wir einfach weiter bis hin zu dem letzten Bit in der Nachricht. Ich mache hier mal einen Punkt, Punkt, Punkt rein, damit wir wissen, dass das für die ganze Nachricht gemacht ist. Och, komm schon, Alter. Ich habe schon überlegt, was ich hier schreibe, weißt du? Nein. Okay, jetzt aber. Immer noch nicht. Jetzt habe ich es. Gut. Und zwar machen wir das bis zum Ende der Nachricht durch und kriegen dann hier eine ziemlich, ziemlich lange Signatur, die einfach aus 50% unseres Secret Keys besteht. So. Ja, das ist im Prinzip alles, was wir hier für die Signatur in Anführungsstrichen berechnen müssen. Im Prinzip setzen wir sie ja nur zusammen und zeigen einfach 50% unseres Secret Keys und deswegen ist es auch ein Einmal-Signaturverfahren. Wir dürfen das nicht mehr als ein einziges Mal machen.
Ihr könnt gerne mal überlegen, warum nicht. Und was macht der Verify-Algorithmus hier? Verify, ups. Deswegen ist es eigentlich so angenehm, wenn man einfach nichts zu rechnen hat hier in dem Verfahren. Und trotzdem kann man sich ganz gut vorstellen, wie so eine Signatur dann abläuft. Also unser Verify-Algorithmus, was macht denn der jetzt? Naja, der rechnet einfach, gilt f von x i, m i, ich schreibe das wieder so hin, gilt es, dass das gleich y i m i ist. Also wir überprüfen hier für jedes einzelne Ding hier in der Nachricht, wir haben ja hier in unserem Public Key stehen ja, also steht ja erstmal die Funktion drin, und jedes einzelne Bild von den ganzen XIs, die konnten wir ja nicht zurückrechnen logischerweise, weil wir annehmen, dass das mit f nicht geht, deswegen ist es eine Einwegfunktion, aber wir haben hier tatsächlich schon das Ergebnis, wenn wir XI j in die Funktion reinstecken, was dann rauskommt. Und dann sagen wir einfach, okay, wir wissen, welches y wir jetzt hier brauchen. Das ist ja klar, weil wir wissen ja, was die Nachricht ist. Die Nachricht haben wir hier gegeben. Und dann sagen wir, okay, wir nehmen einfach das, was in unserer Signatur drin ist, stecken das in die Funktion f rein und schauen, ob das gleich ist wie unsere, wie das, was wir tatsächlich schon vorher ausgerechnet hatten. Das muss logischerweise für jedes einzelne von diesen Dingern hier gelten. Ja, und wenn das für eins davon nicht gilt, dann können wir es einfach wegschmeißen. Es muss für wirklich jedes einzelne dieser X hier gelten. Und ja, jedes einzelne von diesen X in den Signaturen muss das gelten. Sonst können wir die Signatur in die Tonne schmeißen und sagen, das ist keine gültige Signatur, mein Freund. Okay, warum ist es korrekt oder warum ist es in Ordnung, dass wir das hier so machen können? Correctness und Soundness sind die zwei Dinge, die wir prüfen wollen. Correctness ist ziemlich einfach, glaube ich. Logischerweise, wenn hier tatsächlich 1 nicht gleich ist, dann hat man hier irgendein anderes XI, weil offensichtlich sind die ja theoretisch gleich, wenn die Signatur gültig ist. Die Soundness ist ein bisschen komplizierter. Soundness bedeutet, warum ist das Signaturverfahren sicher, also warum lässt sich das nicht brechen? Und da werde ich jetzt mit euch keine Reduktion machen, die möchte ich lieber für was Vernünftiges machen, wie die D-Log-Signaturen. Das hier ist eh viel zu ineffizient, als dass man es in der Praxis benutzen würde. Das ist eher so ein theoretisches Konstrukt. Man hat eine Einwegfunktion und kann sich daraus eben, aus jeder Einwegfunktion kann man sich ein Signaturverfahren basteln. Ja, warum ist es dann trotzdem sicher? Naja, wir nehmen jetzt einfach mal an, also es ist ein Einmal-Signaturverfahren, das heißt, wir dürfen nur eine Signatur damit erstellen. Das heißt, der Angreifer darf auch nur eine Signatur anfragen. So, jetzt müsste er aber eine Signatur fälschen für eine Nachricht, die anders ist als diese hier. Und dann hat er schon das Problem, wenn er sich eine Nachricht auswählt, die auch nur in einem einzigen Bit hier anders ist, sagen wir mal, sie ist im ersten Bit anders, das kann man jetzt aber beliebig für irgendein Bit nehmen, wenn er auch nur das eine einzige Bit hier flippt, dann bekommt er hier den anderen Secret Key geliefert. Und den Secret Key, den anderen, kennt er offensichtlich nicht, weil den hat er ja nicht, einfach nicht offenbart bekommen. Und das bedeutet, er kann auch einfach nicht wissen, wie er jetzt hier dieses Y, was zu dem neuen Secret Key, also den er stattdessen übergeben bekommt, wie er das berechnen soll. Weil er kann ja Y nicht mehr zurückrechnen, auch nicht für eins davon. Er kann es überhaupt nicht zurückrechnen. Und deswegen ist es genau an dem Bit dann wahrscheinlich falsch, mit ziemlich großer Wahrscheinlichkeit. Deswegen ist es sicher. Also genau an einem Bit, sagen wir mal, das erste Bit, wie gesagt, ist geflippt. Das heißt, hier kann er sich x nicht ausrechnen, kann deswegen keine Signatur fälschen. Und wenn er raten würde, dann würde höchstwahrscheinlich in quasi allen Fällen außer einem, würde er hier diese Gleichung für das erste Bit nicht erfüllen. Ja, im Prinzip ist das der Sicherheitsbeweis, aber wir machen noch genug Sicherheitsbeweise, keine Sorge, deswegen erspare ich euch jetzt den einfach mal. Okay, ich hoffe, es hat euch gefallen und nächstes Mal geht es dann tatsächlich um ein bisschen was Effizienteres. Auch eine Einmal-Signatur, basierend auf dem D-Log, aber ein bisschen, ja, bisschen effizienter und benutzbarer. Okay, dann bis zum nächsten Mal. Ciao.